Hello, ladies and gentlemen. Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Irgendjemand krabbelt mir hier hoch, aber da sehe ich was. Ich treffe die sogar. Ha! Manchmal bin ich ja schon ein bisschen cool. Würde sie jetzt auch noch hops gehen, wäre ich, glaube ich, noch weitaus cooler. Jetzt aber. Da haben wir unseren kleinen Stargast. Gehabt. Und weg ist er. Zu schade. Gut, was wollten wir diese Folge machen? Wir wollten... Was wollten wir denn? Ach ja, Federn sammeln. Wir brauchen Pfeile, 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 Pfeile. Nebenbei klatschen wir hier noch den ein oder anderen Zombie um. Oh. Hä? 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 Manometer, Manometer. Wir wollen uns jetzt mal hier ein klein bisschen ausrüsten, damit wir denn endlich mal in die große Stadt können. Und wahrscheinlich bin ich jetzt schon wieder an zigtausend Vogelnestern vorbeigelaufen, die ich gar nicht geblickt habe. Ach komm. Letzte Folge so geschossen und jetzt kommt hier wieder das große Rumgefehle dran. Oh. Hey, Süße. Na du? Oh. So. Und nicht anders. Also ich glaube nicht, dass die Zombies hier jetzt momentan wieder was Vernünftiges vorbeibringen, aber man weiß ja nicht. Aber eine Feder schon mal. Fehlen auch noch 300 weitere davon, dann können wir schon mal sowas wie einen kleinen Vorrat aufbauen. Ah, den kannst du behalten. Soll ja nicht heißen, dass ich euch das letzte Glied abnehme. Nein, nein, nein. Ich mache jetzt keinen Erhard. Punkt, Punkt, Punkt. Witz. Vielleicht den Satz vergessen. Scheißegal. Ihr wisst, was ich meine. Mache ich nicht. War es denn aber nicht gerade verkehrt, das auch noch zu... Na, okay. Das war verkehrt. Selbst unser Moppelchen hat nichts für mich. Das ist ja schon ungewöhnlich. Normalerweise hat der immer ein paar Fettreserven. Aber gar nichts ist ja schon ein bisschen... Schimmelbrot. Toll. Nur du? Ja. Schon recht. Das bedeutet, wir müssen uns wohl hier, wenn wir hier keine Vogelnester in dem Sinne finden, auch mal ein bisschen wieder auf den Müll konzentrieren. Na, das war zu weit. In dem Moment muss er zur Seite gehen. Willst du mich verkohlen? Mann, 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 Mann. Ich kann auch nicht innerhalb von... Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich jetzt kurz hier Pause gemacht? 10 Minuten? Da kann ich doch nicht das Schießen verlernt haben, sag mal. Das ist doch nicht wahr. Da, da, da. Ich bin arm an Vogelnestern. Das finde ich ein bisschen... blöd. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich mir die Folge angucke, dann werde ich mir denken, ach guck mal, da war ein Nest. Da war ein Nest. Da war auch ein Nest. Mensch, du Blödmann. Wieder völlig übersehen. War ich da schon drin? Ja, ne? Das Hütchen hatte ich fertig, glaube ich. Ja, toll, klar. Jetzt treffe ich wieder. Sicher. Aber hundertprozentig. Hi. Nicht gesehen. Ganz übel. D
den Zombie-Aufkommen nach zu urteilen, haben die hier entweder einen guten Respawn gehabt oder ich war hier wirklich noch nicht. Ich höre noch was. Ich höre noch was. Wo seid ihr denn? Hallo? Da. Ach, komm schon. Also ich mag ja den Bogen, aber dass sich ewig und drei Tage der Schaft vor das Fadenkreuz legt, finde ich dann doch ein bisschen blöd. Noch mehr Nachschub. Oh, ich glaube, ich war hier wirklich noch nicht. Es erscheint mir gerade ein bisschen viel, was daraus gestürmt kommt. Na. Aber ein bisschen mega viel. Hallo? Habt ihr hier wieder eine illegale Hausparty veranstaltet? Jetzt wird's langsam kritisch. Na, eine Feder. Das war jetzt nicht gut. Und dass ich jetzt hier Lärm machen muss, gefällt mir auch immer weniger. Habe ich jetzt noch einen Krabbler. Und ein Vogelnest. Mittendrin stand nur dabei. So, wo ist der Rest vom Schützenfest? Hier fehlen noch... Wo ist sie denn hin? Hallo! Der Eismann ist da! Jemand zu Hause? Kuckuck! Einmal lecker Pralinchen. Hat's wohl nicht nötig. Gut, dann gucken wir doch mal, was wir hier so Schönes finden. Neben einem Tresor. Ich will hier trotzdem durchspringen. Da komme ich sogar hin. Auch wenn es ein bisschen dauert. Ich will, was in dir drin steckt. Oh, das klang schwierig. Klang sogar für meine Verhältnisse zu schwierig. Würdest du denn jetzt... wow, das... ja. Phänomenaler Loot. Genauso phänomenal. Naja. Letzte Hoffnung, hier die Lockers. Alles klar. Ich nehme ihn mit, ich werde ihn nicht tragen, aber ich nehme ihn mit. Oh, mein Grüne. Ja. Kann man alles irgendwie einschmelzen. Anderweitig verwenden. Dekorativ an die Wand kleistern. Ich habe keine Ahnung. Meins. Concrete Mix. Aha. Das ist ja jetzt nicht so schlecht. Rebar Frame. Die Mold. Die Rampen. Das ist cool. Und das war's auch schon. So, ...40 ist nicht viel. Das heißt, wir werden jetzt erstmal weitläufig Kämpfe meiden, weil ich habe auch nicht mehr zu viele Schrotpatronen. Das heißt, so oder so müssen wir ein bisschen ja,
noch vermehrter auf Vogelnesterjagd gehen. Das ist doch, oh. Ja, schwierig. Naja, wir konnten dabei noch mal ein bisschen Gebiet hier hinten. Kann ja nicht schaden. Also ich bin hier definitiv noch nicht gewesen, wie man an der Karte ja auch schon gesehen hat. Ich bin relativ zuversichtlich, dass ich... eine Tasche. Dass ich jegliche Form von Bärchen platt machen könnte. So. Dann haben wir wieder. Für Schwester ist doch immer ein Pfeil da. So, schnell zur Schwester. Der Rest interessiert ehrlich gesagt nicht so wirklich. Und die Schwester gibt mir auch nichts. Na toll. Hey! Sacknase, du! Jetzt bin ich auch noch infected. Hast du sie noch alle? Und ich natürlich ohne Antibiotika unterwegs. Mal wieder. Kann ich auch noch keine herstellen. Ich habe ja immer noch kein Beaker von der blöden Kuh bekommen. Ja, natürlich Schimmelbrot. Danke. Was bist du denn für eine Hausfrau hier? So, zur Strafe. Du jetzt. Was für ein Glück, dass ich keine Facecam anhabe. Mein Gesichtsausdruck gerade muss göttlich gewesen sein. So, was machen wir jetzt? Ich bin infiziert, das ist scheiße. Du warst mal ein Tier, glaube ich. Ja, siehst tiermäßig aus. Da habe ich Federn, was schmeiße ich jetzt weg? Komm. Eigentlich wollte ich dich einrahmen, an die Wand hängen oder sonst was damit machen, so als kleine Trophäe aus dem Rest zivilen Leben. Wollte schon immer ein Football-Profi sein. Oh. Pass mal auf. Nein. Das. Das. Und das. Schon mal wegcraften. Die kann dann auch gleich wieder raus. Ich benötige keine Keulen. Keine interessanten Zombies, aber da habe ich, glaube ich, ja, Vogelnest gesehen. Was? Och, Menno. Hast du mich jetzt auch entdeckt? Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Was alles für ein leeres Vogelnest. Bin ich begeistert. Wenigstens hat er ein paar Federn. Ach, komm. Ich find's ein wenig... Ja, genau. Shit, jetzt. Da. So. Nervtötend. Wo bin ich denn jetzt? Okay, wir gehen mal in die Richtung weiter. Wir folgen mal der Straße. Auf dass sie uns in die nächste Großstadt führt und wir jämmerlich sterben können. Das haben wir ja so lange nicht mehr gehabt. So, du bist aber auch keine Krankenschwester. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass du vielleicht mal was Tolles hast. Naja. Hoffnung gestorben. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen. Hoffnung. War schön mit dir. Hat Spaß gemacht, dich zu kennen, die paar Minuten, die du da warst. Schön in den Hinter... Bah! Das musste ich jetzt einfach. Wenn ich dran denke, nutze ich das als Thumbnail. Wenn ich dran denke. Das ist ja immer so die Frage. Ich vergesse sowas ja auch ganz gerne mal. Ja, die Stamina ist auch dahin.
Wie weit ist es denn? Ein ganzes Stück. Wir gehen mal hier runter. Weil wir müssen ja auch immer nochmal so damit rechnen, irgendwann wieder auch nach Hause zu finden. Und eventuell auch sprinten zu müssen. Ich finde das ehrlich gesagt gerade ein bisschen blöd. Wir müssten mal so eine... Ich will ja jetzt keine Großstadt hier haben. Wobei da der Loot dementsprechend gut wäre. Alle Bäsche. Mir wird's ja echt gerade schon reichen. Einfach so eine kleine Ansiedlung, wo man eine Apotheke oder so ist. Ha, geiler Schuss. So. Naja, boxt euch da hinten. Das ist gut. Macht ihr mal. Das war nicht so gut. Das war nicht so wirklich pralle. Ja, ich weiß, ich könnte ihn einschmelzen, aber... Oh, das hat sich gelohnt. Und nochmal. Super. So soll das laufen. Und ich könnte irgendwie wetten, dass ich hier nicht runterkomme. Und selbst wenn ich runterkomme, wird da sicherlich eine Stadt sein. Wollen wir wetten? Ah, hier könnte ich runterkommen. Ohne mir die Beine zu brechen. Wobei, bei diesem Spiel weiß man nie. Ernsthaft jetzt? Also jetzt habe ich aber die Faxendecke. Sag einmal! Das habt ihr nicht gesehen. Solche Zielkünste, das ist ja schon peinlich. Ah. Kaffee wird immer bevorzugt vor jeder Mütze. Und was habe ich gesagt? Alles nichts so wirklich Dolles. Aber ich glaube, Pistol Parts brauchte ich nochmal, oder? Dann kommt die Lead Trophy mal weg. Ich krall mir hier noch so die paar Vogelnester. Ja, und genau das wollte ich nämlich vermeiden, dass hier irgendwie sowas schon rumspawnt. Und idealerweise gleich auf mich drauf geht. Mit einem leeren Inventar und nicht den Status infiziert, wäre das jetzt wieder was anderes gewesen. Dann hätte man sich auf dieses kleine Wagnis durchaus einlassen können. So hingegen ist das jetzt, nein. Suboptimal. Und wenn ich auf die Uhrzeit gucke, dann müssten wir jetzt so langsam mal zusehen, gen Heimat zu kommen. Und das werden wir jetzt auch tun. Sind mir alle ein bisschen zu angriffslustig hier. Ja, Federn nehmen wir mit. Immer. Oh. Ich befürchte ja fast, dass wir es nicht mehr ganz nach Hause schaffen, bis die Nacht anbricht. Weil das doch noch ein ganzes Eck ist. Das ist natürlich nicht so schön. Wenn wir wirklich mal Glück hätten, dann würden wir hier jetzt irgendwo eine Höhle finden, wo man die Nacht verbringen könnte. Ohne Bären. Ohne Zombies. In aller Ruhe und Besinnlichkeit. Genauso gut könnte ich mir hier auch ein vollautomatisches Maschinengewehr wünschen mit Bewegungserkennung. Pims! Ihr wolltet doch was mit Elektrik und so weiter machen. Bewegungsmelder.
Eine SMG gibt es. Und ich sage jetzt mal, eine Lafette dafür kann sich auch ein Minderbemittelter wie ich mir mit den paar Möglichkeiten, die diese Welt so für sich bietet, könnte ich doch mir selber bauen. Bräuchte man nur Strom und halt einen Bewegungsmelder. Kann die Party steigen. Ich wechsle schon mal. Ta, ta, ta. Und jetzt kommt mir schon wieder irgendwie die MacGyver-Theme in den Hinterkopf. Mann, jedes Mal bei... Huch. Schlecht. Jedes Mal bei Seven Days to Die kommt mir dieses Theme. Ich habe keine Ahnung warum. Ich will keinen Lärm machen, aber ich will hier auch nicht die Zombies um mich herum haben. Deswegen machen wir so einen kleinen Mini-Sprint. Moppelchen kommt nicht hinterher, das ist schön. Ich werde aber auch irgendwie immer langsamer. Dass da die Begleiterscheinungen der Infektion sind? Oh, haua, haua, das wird aber ganz schwierig eng. Das wird ganz eng. Mal kurz ein bisschen trinken, dass wir zumindest einen kleinen Sprint hinlegen können. Ich will da raus. Ja, dass der in die Hose ging, das hätte ich schon gleich sagen können. Warum ich es versucht habe? Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ey. Hey. Schwester. Komm so, als kleiner krönender Abschluss. Du gibst mir einen Beaker. Damit ich dann in Frieden sterben kann, was ich tun werde. Nein, aber... Das nehme ich doch gerne mit. Noch eine Schwester. Ich kann ja nicht widerstehen. Ich hätte mal wieder stehen sollen. Wo laufe ich hin? Da. Ja, die Folge wird heute ein bisschen länger. Ich möchte nämlich doch wirklich es nach Hause schaffen. Und ihr wollt natürlich sehen, wie ich drauf gehe, wenn ich denn drauf gehe. Aber jetzt kann ich wieder ein klein bisschen mehr sprinten. Was sehr förderlich ist. Du bist keine Krankenschwester, also interessierst du mich auch gerade nicht. Ich habe sowieso noch... Ja, nee, ist richtig. Jetzt geht's nämlich rund hier. Nun wird's spaßig. Wir sprinten erstmal so lange wir sprinten können. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich von den zwei Zombie-Damen hinter mir direkt in die nächste gefüllte Reihe. Ist schon unser Haus. Das ist ja praktisch. Habe ich jetzt ernsthaft Zombies abgehängt in der Nacht? Wie geht denn das? Ich dachte immer, so eine Lottoziehung zu gewinnen wäre da wahrscheinlicher, als das zu erreichen. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ernsthaft? Okay, ja, cool, warum nicht? So, ich werde die Sachen hier ein bisschen verstauen. Und ja, ihr kennt das Spielchen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Nein, tun wir eben nicht. Doch, tun wir. Also wir sehen uns wieder, klar, definitiv. Aber vorher noch, ihr wisst ja, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, Video teilen. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Aber mit Kommentar. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.